Die Spielerbewertung gegen den VfB. Fangen wir wie immer mit dem Keeper an, Tobi Sippel. Außer einer ganz kleinen Unsicherheit bei einer Ecke, wo er den Ball nach oben faustet, war es eine solide Leistung. Man kann mit ihm Fußball spielen, er schlägt die Bälle schön weit weg. Das war teilweise auch unser bestes fußballerisches Mittel. Entweder von ihm oder von Westergaard, lange reingeschlagene Bälle. War okay. Ja, da bin ich bei Gelb, so wie du auch. Ja, ich würde einfach Gelb. Genau. Gut, ich habe jetzt Elvedi auf der linken Seite, auch wenn es, wie eben schon angesprochen, während des Spiels getauscht worden ist. Fangen wir mal bei ihm an. Ich glaube, da muss man leider konstatieren, tut mir leid, also, schwache Leistung. Wir haben ihn letzte Woche gelobt, da hat er seine Sache gut gemacht. Heute hat er mit dem Ball nicht viel anfangen können, wenn er ihn denn unter Kontrolle gebracht hat. Und ja, das ist halt einfach schade, wenn jemand dann, der VfB hat ja über die Flügel sehr viel Platz gelassen. Ja. Und er hatte so viele Möglichkeiten, einfach auch mal zur Grundlinie zu gehen, mal in den Strafraum zu ziehen. Und er hat die Chancen alle verstreichen lassen. Ja, ja. Von daher schwache Leistung. Die Innenverteidigung Westergaard und Ginter kann man, glaube ich, auch zusammen. Ja, also ich finde, das ist eine unauffällige Leistung gewesen. Westergaard hat ein paar sehr schöne Pässe gespielt, sehr schöne weite Bälle vorne in die Spitze. Hat hinten wiederum nicht immer ganz glücklich ausgesehen in der Situation, wo wir das Gegentor kriegen. Sind alle in der Vorwärtsbewegung. Ist jetzt direkt nach dem Spiel für uns auch schwer zu beurteilen, wer da wo stand. Ich habe in der Halbzeitpause kurz die Analyse gesehen, dass Westergaard sich zu dem Einrückenden in Sua orientiert, was nachvollziehbar ist. Und dadurch dann Kramer auf Gintrek gehen muss, es ist dann eben, so fallen halt Tore. Ja, ich glaube, die komplette Defensive war ein bisschen schlecht wobei sortiert einfach Auch Ginter im Aufbauspiel eher noch ein positiver Faktor war. Ja, und absolut. Ball, er hat ein paar Mal auch versucht, selber ein bisschen Antreiber zu sein, aber wie gesagt, wenn da keine Unterstützung aus dem Mittelfeld oder vorne kommt, kann der Innenverteidiger alleine auch nicht viel machen. Ja. Und ich glaube, Toni Janschke eigentlich hat hinten vernünftig gespielt, vorne. Ja, also ich glaube, wir müssen da doppelt tätig werden. Ja. Ich lege jetzt mal den Gelben hin, wobei ich eher was zum Roten sagen möchte. So, Gelb-Rot. Also, ganz ehrlich, ich bin immer ein großer Fan von Toni Janschke gewesen und bin das auch in gewisser Weise bis heute, aber auf der rechten Seite mit dem Platz, den er hatte, bevor Elvedi dann die Seite übernommen hat. Da muss hat, mehr passieren. Also da muss dann auch irgendwann mal ein Ball wieder in die Mitte oder ankommen überhaupt beim Mitspieler. Und du brauchst, gerade wenn eine Mannschaft wie VfB Stuttgart sagt, ich muss irgendwo eine Lücke lassen und ich lasse auf den Außenverteidigerpositionen, weil dann haben die genau das Richtige gegen Borussia gemacht, weil unsere Außenverteidiger nicht in der Lage sind, irgendeine offensive Aktion zu initiieren oder bis zur Grundlinie zu kommen. Während bei der Stuttgart in Suhr zum Beispiel das Tor damit wesentlich eingeleitet hat. Ja. Und das ist ein Thema, das muss im Sommer auch angegangen werden, weil wir haben hier immer, das sind alles Innenverteidiger eigentlich, alle vier Spieler sind für mich Innenverteidiger. Ja. Die haben ihre Stärken eigentlich da. Haben auch ihre Stärken. Aber es sind alles keine Spieler, die auf dem Flügel mal mit Tempo oder mit fußballerischer Qualität über den Flügel kommen, ja. Ja, die Doppelsechs. Zakaria und Kramer. Ja, also biederer geht's nicht, glaube ich. Zakaria hat eine Szene gehabt, in der man gesehen hat, wie es gehen könnte. Das war in der ersten Halbzeit, wo dann über Stindl-Stelle umgeschaltet wurde und er mit Tempo mal nach vorne gegangen ist. Ein bisschen suboptimaler Pass dann auf Hofmann, aber trotzdem, da hat er mal gezeigt, was sein kann, was er in der Hinrunde auch häufiger gespielt hat. Ja. Ansonsten, finde ich, hat er sich sehr häufig auch im Mittelfeld überspielen lassen, war kein Faktor in dem Spiel und vielleicht nach dem letzten Spiel schon sein schlechtestes Spiel bis jetzt für Borussia. Ja, okay, dann würde ich sagen, der Rote. Ja, von meiner Seite leider ja, weil für den Zakaria und Christoph Kramer. Er hat mehr Ballkontakte gehabt, aber er verschleppt das Spiel so häufig. Es ist einfach schwer zu sagen. Mit der Aufstellung, mit den beiden, weiß ich nicht, ob wir perspektivisch in der Lage sind, gegen eine Mannschaft, die tief steht, zu gewinnen. Die Antwort darauf kann ich dir geben, nein. Ja, weil man das sieht man. Die sind beide wollen beide zu sehr hinten sicher stehen und die Zweikämpfe führen, was auch super ist, weil du brauchst so jemanden. Aber wenn du halt dann drücken musst und dir komplett das Feld überlassen wird oder deine drei Viertel des gesamten Spielfeldes überlassen werden, brauchst du jemanden, der dann ein bisschen kreativer denken kann. Und wenn ich dann sehe, dass Kramer 2 Minuten vor Schluss dann noch mit irgendwie so einem Chip versucht, einmal da zu überspielen, dann sieht das auch nicht ganz so glücklich aus in der Situation. Aber ich fand ihn ein bisschen besser als Zakaria. Ja, dann legen wir beide hier. Würde deswegen ihm gelb-roten Smiley überreichen. Ja, okay. Sieht ja farblich schön aus bis jetzt. Besser wird es auch nicht, glaube ich. Ja, gehen wir auf Vincenzo Grifo. Ich
finde, dass er in der ersten Halbzeit, wir haben das eben schon in der Spielbeurteilung gesagt, ich finde nicht, dass er negativ abgefallen ist gegenüber den anderen und fand eigentlich, er hat mit 2, 3 Pässen auch nochmal wirklich was bewegt. Auch ja. wenn er sonst nicht so präsent war, deswegen ist das für mich gelb. Also ja, ich habe ihn nicht als Auswechselkandidaten gesehen. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was der Trainer gesehen hat, was er so falsch gemacht hat, dass man ihn auswechselt und nicht Jonas Hofmann, weil, können wir direkt überleiten. Na gut, da müssen wir nicht drüber reden. Ist für mich ganz klar rot bei Jonas Hofmann, weil... Ja. Ich möchte eigentlich noch fast einen zweiten hinsetzen, aber das machen wir ja nicht. Ja, ja, das war nix. Also, er hatte einen Abschluss, den Zieler prallen lässt, wo ich mir in der Situation eigentlich auch gedacht habe, nimm besser Elvedi mit, der da läuft. Vorher hatte er schon mal einen Schuss, der geblockt wird, wo er, glaube ich, auch noch besser vielleicht auf den Außen legt. Ja. Er hat aus meiner Sicht so gut wie alles falsch gemacht. Ja, hart, aber leider wahr. Ich meine, ich erinnere mich auch an eine Szene Ende der ersten Halbzeit, wo er einfach ins Aus dribbelt, ja. weil ein Spieler ihn leicht bedrängt. Also, es war schon... Es hat schon wirklich so ein paar fast schon komödiantische Momente gehabt. Es sah halt wo er in der Mitte des Spielfelds den Ball übernimmt und ein Spieler einfach an ihm vorbeiläuft und den Ball wegspitzelt. Also gut, lassen wir das jetzt. Wir sollten uns nicht zu sehr reinsteigern. Nee. Das spielt natürlich jetzt auch ein bisschen die Enttäuschung mit, zugegebenermaßen. Ja, Lars Stindl, mittlerweile tut er mir wirklich leid, weil er ist derjenige, der eigentlich alles machen muss. Wenn er sich nicht fallen lässt, dann haben wir keinen Spielaufbau. Und wenn er sich fallen lässt, haben wir niemanden, der vorne den Ball annehmen kann. Es war auch er hatte ja auch schon schlechtere Spiele jetzt in den letzten Wochen. Und ich meine, er hat es auch wieder besser gemacht und hatte auch mehr Fortune bei Pässen, bei Ballannahmen, die wieder funktioniert haben, die in den letzten beiden Spielen nicht so waren. Von daher würde ich ihm auch einen gelben Smiley geben. Weil er macht viel, er versucht viel, nur alleine kann er das Schiff natürlich nicht auf Kurs bringen. Und als Raphael reinkam, hat man direkt gesehen, dass ihm das gut tut. Einfach weil diese zentrale Rolle, dieses den Ball auch mal nach vorne schleppen, nicht mehr hundertprozentig bei ihm lag. Und weil er dann auch mal Zeit hatte, mal wieder einen Abschluss zu suchen oder vorne mal wieder den einen oder anderen Pass zu spielen. Also es war keine katastrophale Leistung, sondern er tut mir wirklich leid, weil ich glaube, in einer anderen Konstellation, mit ein paar mehr Spielern, die auch nur ansatzweise so spielen würden wie er, hätten wir kein Problem. Ja, das glaube ich auch. Und an seiner Seite, mit dem er anscheinend in dem Sturm auch nicht so gut harmoniert, ist Thorgan Hazard. Ja, das ist im Moment halt einfach, da ist durchaus hin und wieder, gibt er sich Mühe, er läuft auch recht viel, er ist auch viel über die Flügel unterwegs, aber da fehlt einfach in den entscheidenden Momenten eigentlich immer die richtige Entscheidung. Dann setzt er noch mal einen Haken und noch mal einen Haken. Ja. Oder spielt den Ball dann flach, obwohl hoch und so weiter und so fort. Deswegen, wir mischen hier wieder. Genau, so. Ich fand es besser als im letzten Spiel, aber es ist immer noch, es harmoniert einfach nicht so. Ja, da und dann kommen wir aber dazu, du hast schon gesagt, die Auswechselspieler. Ich glaube, bei Raphael und Drimmitsch können wir noch ein Urteil uns erlauben. Bei Raphael auf jeden Fall. Ich finde... Er hat jetzt keine Bäume ausgerissen, aber hat halt schon gezeigt, dass die Kombinationslust mit Stindl vorne und auch dann teilweise mit den anderen Spielern dann halt kommt. Er ist halt nach wie vor in der Lage, sofort mehr oder weniger aus dem Stand 2 Spieler auszudribbeln und dann sind eben 2 Spieler überspielt und das ist seine Qualität und man hat gemerkt, dass er nicht hundertprozentig da ist und trotzdem hat er den einen gefährlichen Abschluss mit dem Volley und ist halt einfach... Ja, er ist unverzichtbar. Und das ist ein Problem. Weil ein Spieler, der im Moment so verletzungstechnisch anfällig ist und ein gewisses Alter hat, der sollte ein Backup haben, das ihn halbwegs ersetzen Absolut. Kann. Und von daher, ich meine, Hazard hat es auch in der Zeit schon mal gut gemacht, als Raphael verletzt war oder nicht gespielt hat. Aber im Moment, wie gesagt, sind viele Leute außer Form. Und wo wir bei außer Form sind, müssen wir auch über Josip Drimmitsch noch reden. Und zwar, ich meine, der Spieler hat ja keine Form. Der hat keine Form. Woher soll die kommen? Der Mann hat ein Jahr nicht keinen Fußball gespielt, trainiert mit, macht auf dem Spielfeld nicht den Eindruck, dass er austrainiert, weder dass er austrainiert ist, noch dass er in irgendeiner Weise mit dieser Mannschaft schon mal zusammengespielt hat. Und ich weiß nicht, ob man ihm einen Gefallen damit tut, ihn jetzt gerade, er will ja noch zur WM, also das Einzige, was ihm da helfen kann, ist in der Schweiz irgendwie 3-mal angeschossen zu werden und dann läuft es plötzlich wieder, ich weiß es nicht, aber ich sehe das nicht bei Borussia, ich weiß einfach nicht, was das auch soll und warum er dann auch noch zusätzlich auf dem Flügel auftaucht, das sehr merkwürdig, aber deswegen Bewertung geht noch mit rein und da ist der rote, sehr traurige Smiley. Ja, bei Bobadilla, er kommt jetzt drum rum, aber wunderbare neue Frisur, muss man sagen. Sehr schön, hatte was von Kaiserpinguin oder Kranich oder so. Ja, Kaiserpinguin finde ich schön, gut.